Arndt Harnisch, heute gab es eine Goldmedaille bei der WM in Kopenhagen und weitere gute Platzierungen. Was ist deine Einschätzung vom Team? Ja, wir sind da mit einem in Anführungsstrichen Nachwuchsteam hier. Einige der Olympioniken sind noch dabei, die beiden Mädels und der Konrad Schäppner. Konrad mit seinem Weltmeistertitel, glaube ich, hat er sehr gut gelöst heute. Ist ein prima Rennen gefahren, hat ihm, glaube ich, auch viel Selbstbewusstsein gegeben, noch für morgen für die 500. Viele andere aus dem Team sind diejenigen, die wir so im Fokus haben für 24, haben jetzt hier die Chance, bei den in Anführungsstrichen Großen mal mitzufahren. Da hoffen wir natürlich, dass sie die ersten Chancen nutzen. Martin Hiller, denke ich, ist heute ganz ordentlich gefahren. Der Zweier hat sich ein bisschen schwerer getan, ist aber trotzdem noch, glaube ich, in dem Rahmen gefahren, wie wir es erwartet haben. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es morgen dementsprechend auch so weitergeht. Was erwartet uns denn morgen? Morgen der Konrad auf jeden Fall nochmal im C1 über 500. Ich denke, wenn mit dem Rückenwind heute von den 1000 könnte das auch ganz gut aussehen. Der Moritz Florstedt im K1 über 500 ist ein super Zwischenlauf gefahren. Etabliert sich langsam nach oben im 500 Meter Einerbereich. Da glaube ich, kann man vielleicht mal auf eine Überraschung hoffen. Der Zweier der Männer ist mit Schulz und Hiller, glaube ich, schon Medaillenboot, wo man vielleicht mal ein bisschen träumen darf, dass sie eine Medaille holen. Dann bin ich sehr gespannt auf die Paulina Paschek im Einerfinale mal wieder, die Deutsche dabei. Und ganz zum Schluss kommen die Langstreckenrennen. Da wird sich der Sebastian Brendel nochmal zeigen und hoffentlich nochmal den nächsten WM-Titel in Folge über Langstrecke sich dann da erarbeiten. Und wie geht es denn nach der WM weiter? Was können die Sportler, Nachwuchssportler aus dem Wettkampf mitnehmen? Was kann sie erwarten in Richtung der nächsten Saison? Danach machen wir erstmal Pause und fangen dann wieder ganz normal Anfang Mitte Oktober an in die neue Saison. Wir hoffen, dass sie so ein bisschen internationale Luft geschnuppert haben und jetzt einfach angreifen. Wir haben nur noch 3 Jahre. Wird kurz bis 24 und hoffen dann, dass wir über die Trainingslehrgänge dann dementsprechend auch eine starke Mannschaft nächstes Jahr im Frühjahr zusammenstellen können. Mit hoffentlich vielen Jungen und hoffentlich schlagkräftig. Vielen Dank für Erfolg morgen noch. Bis dann. Danke.